In diesem YouTube-Video geht es um die jüngsten Ereignisse im Bankensystem. Banken sind zusammengebrochen, andere hängen in den Seilen und man muss sich natürlich die Frage nach der Solvenz der Banken stellen und natürlich auch der Sicherheit unserer Gelder. War das alles erst der Anfang? Das beantworte ich euch in diesem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Ja, am Markt passiert gerade so einiges, am Aktienmarkt generell an den Märkten sind doch schon recht starke Turbulenzen zu erkennen, die natürlich auf den ganzen Trubel im Bankensystem und den Trubel rund um die Silicon Valley Bank zurückzuführen sind, was wahrscheinlich die meisten von euch wissen, was vielleicht aber auch nicht alle von euch wissen. Genau deswegen drehe ich dieses YouTube-Video, um euch ein wenig in die Thematik zu holen. Ich will jetzt nicht konkret auf alles eingehen, weil es doch ein sehr tiefgreifendes Thema ist, was du von 2008 bis jetzt eigentlich gesehen anfangen kannst, dieses Thema, denn natürlich passiert schon seit Jahren ganz viel mit dem Geldsystem, ganz viel mit der Geldpolitik, was natürlich Auswirkungen auf die jetzige Situation hat, beziehungsweise der Grund auch der jetzigen Situation enthalten ist. Ich will auch jetzt nicht auf die Anleihenmärkte eingehen und die Reaktion und alles. Ich will euch wirklich nur das Thema einmal ein bisschen erklären, was passiert ist. Und natürlich euch Lösungen mit auf den Weg geben, wie ihr in einer solchen Situation umzugehen habt und wie ihr das Beste natürlich aus eurem Vermögen machen könnt, was ihr jetzt schon habt, aber auch wie ihr dann in die Zukunft gerichtet am besten vorgehen könnt. Deswegen kurz zu der Thematik. Es ist so einiges passiert. Silvergate, eine Kryptowährungsbank, hat sich quasi selber liquidiert. Alles rund um die Silicon Valley Bank, rund um Credit Suisse, die nicht mehr von der saudischen Nationalbank unterstützt werden, sondern jetzt durch die Schweizer Zentralbank natürlich aufgefangen werden. Aber auch da muss man natürlich sagen, das sind alles Zeichen, die wir wahrnehmen sollten. Denn bei der Credit Suisse muss man sich ja fragen, ob sie nicht einfach schon wieder nur gerettet werden vor dem Zusammenbruch und ob dies nicht einfach wieder einmal nur ein Auslöser all dessen ist, was sich schon vielleicht länger unter dem Sichtbaren zusammenbrodelt. Kurz jetzt zur Silicon Valley Bank, weil ich glaube, dass sie doch ein recht neuer Akteur ist, beziehungsweise vom Mainstream nicht bekannt ist, was auch jetzt nichts Verwerfliches ist. Die Silicon Valley Bank, wie man den Namen entnehmen kann, war im Silicon Valley zum Großteil tätig und war dort in das Tech-Ökosystem quasi vollumfänglich involviert, war viel in das Leben vieler Tech-Gründer involviert, war da gerade in diesem System Finanzdienstleister, Venture-Capital-Geber und. Man kann wirklich sagen, dass gerade in diesem Segment sich die Silicon Valley Bank aufgestellt hat. Sie nahm dann Einlagen entgegen, hat diese entweder an Kunden weitergegeben oder eben in US-Treasuries investiert. Und da liegt auch schon der große Haken quasi, oder da ist der große Haken, denn die Silicon Valley Bank hat dieses Geld zum Großteil in US-Treasuries investiert. Und jeder, der die aktuelle oder die im letzten Jahr begonnene Zinsentwicklung vor Augen sich führt und sieht, was wir für eine Zinsentwicklung hatten, was wir für eine starke und rapide, schnelle Zinsanhebung hatten, weiß, dass dann natürlich ein falsches Risikomanagement, was schlicht und ergreifend einfach von der Silicon Valley Bank betrieben wurde, dann irgendwann einfach der Bank auf die Füße fällt. Und das war nun mal der Fall. Viele schieben es jetzt ein bisschen auf die Fed und sagen, ja, durch die Zinsanhebung, man belastet damit kleine Banken, ist auch richtig. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wer ein richtiges Risikomanagement fährt, kann dadurch natürlich belastet werden, aber vielleicht nicht so, wie es jetzt bei der Silicon Valley Bank passiert ist. Denn das ist schlicht und ergreifend auch zu einem Großteil einfach auf schlechtes Risikomanagement zurückzuführen. Und wie ihr euch jetzt denken könnt, ich habe ja gesagt, dass die Silicon Valley Bank viel in das Leben der Tech-Szene integriert werden, das Leben der Tech-Gründer, muss man sich logischerweise die Frage stellen, was mit der Tech-Branche passiert, was passiert auch in der Zukunft mit den Märkten, wenn wir jetzt schon gesehen haben, wie die Märkte darauf reagieren und was das für Anlageklassen bedeutet, was bedeutet das aber auch für unsere Einlagen, für unser Geld, ist das überhaupt noch sicher? Aber auch Fragen wie, könnten beispielsweise Bailouts wieder genutzt werden? Also könnte uns als Einlegern mehr Gebühren gecharged werden, um das Ganze aufzufangen? Könnte auf der anderen Seite Bail-ins genutzt werden, um nicht die Steuerzahler quasi bestrafen, sondern einfach Fremdkapital als Eigenkapital genutzt werden, um dann sein verfehltes Risikomanagement oder um seinen Arsch einfach zu retten? Alles Möglichkeiten, die wir als smarte Investoren beachten sollten, beziehungsweise genau im Blick haben sollten, denn das sind Sachen, die meisten erst ganz am Ende mitbekommen. Denn wir als Anleger oder Einleger geben unser Geld in die Banken und
Die Bank schuldet uns dann quasi unser Geld zurück. Und das verstehen halt viele Leute nicht, denn viele Leute denken immer noch, dass sie ihr Geld dahin legen und das ist dann da geparkt quasi. Man muss aber verstehen, dass ungefähr nur 10 bis 15% der Gelder, die du da überhaupt einlegst, überhaupt dort sind. Und bei Bargeld ist das nochmal was anderes, denn Bargeld werden die meisten Banken wirklich zu einem mickrigen Teil in ihren Tresoren haben. Und dann ist es doch auf der anderen Seite wieder klar, dass wenn es dann zu Zeiten kommt oder wenn man in Situationen gerät, wo dann alle Leute ihr Geld von den Banken, von ihren Sparkonten, von ihren Girokonten abheben wollen, dass es einfach schlicht und ergreifend es gar nicht möglich ist. Und was natürlich der Fall ist, es wird natürlich in den Medien gesagt, dass die Fed und die Behörden alles unter Kontrolle haben. Es wird natürlich auch von denen immer wieder gesagt, okay, die FDIC, wir haben alles unter Kontrolle. Aber was sollen sie denn auch sagen? Natürlich ist das ein Weckruf. Es ist aber ein Weckruf einfach von dem, dass seit 2008 einfach, wie ich schon erwähnt habe, einiges passiert ist, was einfach dem Bankensystem vielleicht geschadet hat oder was einfach jetzt an einer Situation, wo die Zinsen angehoben werden, einem auf die Füße fallen kann. Denn nach der Finanzkrise 2008 waren einfach Banken dazu verpflichtet, einen größeren Teil in Anlagen zu investieren, die schneller liquidierbar sind, um schneller liquide zu sein. Und deswegen haben Banken begonnen, in US-Treasuries und sonstige Sachen zu investieren, gerade in Anleihen. Und wenn dann eben es solche Phasen gibt, wie seit 2022, wo dann die Zinsen angehoben werden und so stark angehoben werden, muss natürlich das Risikomanagement einmal komplett verändert werden. Und genau das ist dann jetzt ein Auslöser und kann eben den kleinen Banken gerade vielfach Schmerz zufügen, um es so zu nennen. Banken sind und gehen halt immer mehr Risiken ein, denn ihr müsst verstehen, das Geld, was die Banken einnehmen, wenn sie das wieder investieren, wollen sie natürlich die beste Rendite erwirtschaften. So wie wir als Investoren die beste Rendite erwirtschaften wollen, wollen das Banken natürlich im Umkehrschluss auch. Und dann gehst du mehr Risiken ein und wirst dann von einer Zeit wie dieser, die wir jetzt erleben, natürlich sehr, sehr schnell auf dem falschen Fuß erwischt. Und der Stresspegel, der die Interbankenfinanzierung widerspiegelt, der steigt so schnell wie schon seit langem nicht mehr, dass natürlich auch die Befürchtungen einen systematischen Crash immer weiter aufkommen lässt. Auch der Spread, der die wahrgenommenen Kreditrisiken für die Bankengeschäfte darstellt, ist auf einem super hohen Level. Ihr seht also, dass es sehr, sehr viele Indikatoren gibt, die eigentlich ein Alarmzeichen uns als Investoren oder generell uns als Individuen zeigen. Und das alles kann natürlich dann irgendwann zu mehr Bankenzusammenbrüchen führen. Und eben nicht nur in den USA, denn wir müssen auch sagen, dass Europa davon nicht, ja, da nicht ungeschadet davonkommt. Vor allem, wenn man sich betrachtet, dass die europäischen Banken eigentlich viel schlechter aufgestellt sind, als es die Banken in den USA sind. Wenn man sich dann noch das Engagement von Banken in verschiedene Anlageklassen anschaut, ganz besonders in Gewerbeimmobilien, die einfach in Zeiten von Niedrigzinsen angehäuft wurden. Und es gibt einfach eine Menge an gewerblichen Immobilienkrediten, die auch jetzt aufgrund der Telearbeit einfach gar nicht genutzt werden. Und wenn dann die Hypothekenzinsen weiter steigen, könnten dann natürlich im Umkehrschluss die Kreditzinsen weiter steigen. Das wird dann wieder zu einer Zahlungsunfähigkeit führen. Und der Teufelskreis würde seinen Lauf gehen. Und so sagen tatsächlich Makroökonomen, dass es einen Crash oder einen themischen Crash innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate geben könnte. Ich will das Ganze jetzt an dieser Stelle nicht so schwarz malen. Ich will euch trotzdem offenlegen, was es für Probleme gibt und was auf einen zukommen könnte. Denn man muss ja beim Investieren immer wissen, was passieren kann, um dann seine Vorkehrungen zu treffen für jegliche Situation. Denn gerade wenn das Ganze bei den Regionalbanken, die einfach schlechter aufgestellt sind und die natürlich auch in die ganze Immobilienbranche involviert sind, wenn das auf den Großteil der Regionalbanken umschwenkt, wird das natürlich erhebliche Auswirkungen haben. Die Auswirkungen der Zinserhebung sind einfach, was das angeht, gerade für die klein aufgestellten Banken enorm, denn die haben einfach nicht die Möglichkeit oder den Zugang zu den Mitteln, wie es große Banken wie JP Morgan und haben. Und natürlich muss man jetzt sagen, okay, wie soll die Fed vorgehen? Auf der einen Seite gibt es die Inflation, auf der anderen Seite gibt es jetzt das Bankensystem. Wie bekomme ich das eine hin, ohne das andere zu gefährden? Denn es ist nicht auszuschließen, dass wenn man das eine hinbekommt, das andere auch schlimmer wird. Und wir wollen ja, und das habe ich am Anfang gesagt, als lösungsorientierte Investoren Lösungen finden für all das, was da vorgeht. Denn im Endeffekt ist keine Bank immun gegen Marktängste, immun gegen das, was da gerade vor sich geht. Wir haben jetzt schon gesehen, dass sich nicht nur Start-ups, sondern generell Kunden in Richtung
großer Banken orientiert haben. Wir haben einen sehr, sehr großen Anstrom an neuen Kunden bei JP Morgan und der Citigroup gesehen. Ganz getreu dem Motto, too big to fail. Aber auch das ist meiner Meinung nach eine Variante, die wir jetzt momentan fahren würden, dass wir uns doch sagen, man sollte sich eher auf größere Banken konzentrieren und nicht auf kleinere Banken, wo einfach das Risikomanagement viel schwieriger ist. Natürlich wird auf der anderen Seite dadurch die Monopolstellung der Banken unterstützt. Man kann aber auch nicht alles erzielen, muss man ja einfach mal sagen. Und wenn man dann ein Klumpenrisiko vermeiden will, muss man natürlich schauen, dass man sein Geld verteilt auf mehrere Banken, auch gerne auf mehrere Banken innerhalb verschiedener Länder oder Kontinente. Gerade bei höheren Summen ist das auf jeden Fall zu empfehlen, so zu agieren. Für diejenigen von euch, die sich vielleicht auch bis dato noch schwer getan haben mit dem Investment in Edelmetalle, gerade in physischer Form in Gold und Silber, kann dies doch vielleicht als Warnsignal aufgefasst werden, dass das vielleicht ein Weg ist, wie ihr einen gewissen Teil eures Vermögens einfach sichern könnt, in eine andere Anlageklasse streuen könnt. Generell sollte eigentlich spätestens zum jetzigen Zeitpunkt klar sein, dass man sein Geld investieren sollte in Anlageklassen. Wie gesagt, in Aktien, aber auch das Halten von physischen Edelmetalle halten wir für auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur in solch einer Zeit, sondern auch generell. Und man muss natürlich sagen, dass die Bedeutung eines dezentralen Finanzwesens oder eines dezentralen Bankensystems dadurch natürlich doch attraktiver wird. Nicht nur aus Sicht von Investoren können dann Kryptowährungen interessanter sein, sondern auch einfach aus Sicht eines zukünftigen Lebens, eines zukünftigen Bankensystems kann das sehr, sehr interessant sein und ist deswegen vielleicht auch ein Investment sehr, sehr interessant. Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, dass wenn man immer weniger Vertrauen in die Banken hat, dass natürlich auch die Währungen darunter leiden könnten. Ich wollte euch jetzt mit dem Video einen kleinen Einblick geben in das, was passiert, euch ein wenig abholen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht en Detail auf verschiedene Themen eingegangen, weil das A den Rahmen sprengen würde und B auch nicht weiß, inwiefern das vom Wissensstand erwünscht ist. Wenn das erwünscht ist, kann ich das sehr gerne nochmal in einem separaten Video tun. Was mir wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Verschönigung dessen oder Beschönigung dessen und der Begriff vielleicht, dass es Schwachstellen sind oder kleine Schwachstellen, vielleicht auch ein bisschen zu schön ist und dass man die Probleme doch ernster nehmen sollte, als es manche tun. Gerade, dass der Vermögensschutz auch da schon angesprochen wird oder da schon gefährdet ist und gar nicht nur der Vermögensaufbau, der betrieben wird. Und deswegen ist das meiner Meinung nach eine Sache, die doch eigentlich jeden alarmieren sollte und jeder sollte die Vorkehrungen oder die Lösungen, die ich euch gerade genannt habe, doch eigentlich ergreifen, um aus solchen Zeiten ja gestärkt zu gehen. Wir alle wissen, das Finanzsystem befindet sich im Wandel. In welche Richtung es letztendlich geht, muss man abwarten, ob es in Richtung dezentrales Bankensystem geht, ob es vielleicht auch wieder in Richtung Rohstoffe, Edelmetalle und eine Hinterlegung dessen geht. Auf jeden Fall sehen wir einen Wandel. Auf jeden Fall ist dieser Wandel auch durch die Institutionen getrieben. Wir alle sollten sicher sein, wir sollten gestärkt daraus gehen. Das sage ich immer wieder. Es ist schon wieder schade, dass man YouTube-Videos macht, wo man einen immer ermutigen soll, gestärkt aus Zeiten zu gehen. Aber Angst sollte an dieser Stelle einfach niemand haben, sondern die Lösungen und Chancen sehen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass das vom Setting hier auch alles gepasst hat. Ihr steht nämlich gerade auf einem Topf, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, das reicht als Einblick. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, gerne einen Kommentar dalassen und auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, eure Nathalie.